Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei From Zero to Hero. Das Ganze natürlich wieder live aus dem Livestream zum Sonntag und natürlich mit unserem Lieblingsjubilanten, Nili Milo. Hallo. Und du sollst nicht aufkommen. Ach ja, da war ja was. Mann. Hallo, Frau Strafkammer. Einen wunderschönen. Könnten Sie mal bitte zu Ihrem Tischstall kommen? Irgendwas? Wegen mir? Ich hab gerade hier Arbeit. Was haben Sie denn? Kommen Sie einfach mal bitte. Nee, reden Sie mal bitte. Herr Strafkammer? Ja, Herr Foley, also wir können es auch gerne auf einen kurzen Dienst machen, das ist kein Thema. Wir haben uns mal Ihr Tierwohl angeschaut bei allen Stellen und es geht ganz dringend um den Kuhstall. Da müsste definitiv schleunigst der Mist abgefahren werden, weil das ist fürs Tierwohl nicht tragbar. Nee. Euch ist schön Stopp. Euch ist schön bewusst, dass gar kein Stroh drin ist. Deswegen ist trotzdem Mist im Tierstall. Ja. Ein riesengroßer Haufen. Wo denn? Ja, kommen Sie mal bitte in Ihren Kuhstall. Und vor allem, also das kann ich mir leider nicht weiter ansehen. Ja, nee. Hat die Mimose, das ist kompletter Schwachsinn. Mir tun die Tiere gerade, mir bricht es das Herz. Nee, das ist aber genau die Stelle, wo es immer weggenommen wird. Das habe ich extra dort hingeschoben, dass ich dann, wenn die Kühe auf die Weide rausgehen, hier wunderbar hin und her fahren können. So, das hat schon genau so seine Macher. Denn jeder Stall, Herr Strafkammer und Frau Strafkammer, jeder Stall hat einen Punkt, wenn nicht unmittelbar eine Mistplatte in der Nähe ist, wo der Mist gesammelt wird und das natürlich auch so gesammelt wird, dass die Umgebung, das heißt in dem Sinne, das Dorf nicht von Gerüchen, von Negativgerüchen, denn wir wissen alle, Dorfbewohner gibt es hier und da und manch einer fühlt sich da durch den Geruch etwas belästigt und deswegen ist das in diesem Stall hier drin, denn da ist auch wunderschöne Belüftungsanlage und hier ist genau die Sammelstelle für den Mist und von daher ist das so der Platz, wo es auch hinkommt und da ist auch nichts irgendwo negativ. Herr Foley, das ist jetzt aber nicht von 5 Tagen, sondern das ist bestimmt schon seit Wochen so und die fressen das ja hier drin auch. Das geht nicht. Sehen Sie nicht die armen Kühe, wie sie das essen? So, Punkt 1 ist, jeder normale Mensch weiß, jeder normale Veterinär weiß, Mist fressen die nicht. Das ist schon mal Punkt 1. So. Das ist schon mal Punkt 1. Kühe laufen immer dort lang. Kühe laufen auch draußen auf der Weide. Frau Strafkammer, da habe ich jetzt eine Frage an Sie. Kühe draußen auf der Weide laufen durch ihren Kuhfladen. Oh mein Gott, ist das Tier wohl dann auch dort gefährdet? Mir tut es so im Herzen sogar weh da, ja. So. Es ist aber nicht mit dem Tierwohl zu vergleichen. Das ist einfach so. Das ist die Natürlichkeit. Und genauso ist es in einem Freilaufstall. Denn in einem Freilaufstall ist Stroh ausgestreut. So, warum ist einem Freilaufstall auch öfters Stroh ausgestreut? Damit das Ganze aufgesaugt wird, damit die Kühe auch reinlich sind. Und logischerweise entsteht dann durch den Urin und durch den Kot Mist, ist ja ganz klar. Aber das stört die Kuh nicht im Allgemeinwohl. Und jeder Stall, wiederhole ich gern nochmal, wenn nicht unmittelbar eine Mistplatte an dem Stall angebaut ist, hat einen Sammelpunkt für Mist. Und das ist genau hier, meine lieben Damen und Herren. Es ist natürlich so, dass es hier vorzugsweise mit einer Abgrenzung schöner gewesen wäre, aber dafür kann ich nichts, das liegt am Bauer des Gebäudes, das war dann halt so, wie es ist. Da können Sie mir jetzt nicht irgendwo hingehen, sondern müssen dann schon an den Herrn, der das gebaut hat, verstehen Sie? Herr Foley, sind 5 Minuten Angst, um einfach mal diesen Misthaufen einfach mal zu entsorgen. Natürlich wird er entsorgt, natürlich kommt er weg. Aber das ist jetzt hier nichts irgendwo mit Tierwohl gefährdet. Darum geht es gerade. Sie werfen mir vor, Tierwohl gefährdet. Schauen Sie sich bitte die Unterlagen an zu den Tieren. Da ist alles im grünen Bereich. Also wir waren ja nicht nur bei Ihnen, Herr Foley, wir waren auch beim Herrn Milo und er hat genau dasselbe von seinen Kühen zu hören bekommen. Zu seinen Kühen. Also das ist bei ihm auf dem Hof, aber das ist jetzt bei mir hier nicht auf dem Hof. Deswegen, was da beim Grund rein, ich mache mal Licht ein, ich sehe sie gerade zu schlecht. Deswegen, wie gesagt, natürlich kommt das hier weg, das steht gar nicht zur Debatte, aber ich lasse mir nicht vorwerfen, dass ihr Tierwohl in irgendeiner Weise gefährdet ist oder sondersgleichen. Das ist so nicht ganz richtig. Dann, wenn es ja wegkommt, ist auf jeden Fall, würde ich sagen, eine Deadline am nächsten Tag gegen 12 Uhr mittags ist dieser Haufen mal weg. Wenn Sie mir die Materialien dazu geben, um das wegzumachen, ist es ganz klar. Allerdings, Herr Strafkammer und Frau Strafkammer, was halten Sie denn davon, wenn ich mal zu Ihnen nach Hause komme, da mal durch die Wohnung gehe oder sage, so, das ist bis dann und dann weg, ne? Das können Sie nicht machen.
Das können wir wohl machen, weil wir nein, können Sie nicht. Hier die Strafkammer sind. Und zweitens, ja, beim Herrn Milo zum Beispiel ist es eine Sache, ein Gespräch von nicht mal einer Minute gewesen und es war erledigt. Ja, wie jetzt gesagt, ich erledige das auch, Minuten. Das ist ganz klar. Aber Faktum 1 ist, Sie sind kein Veterinär. Sie sind keine Veterinärin. Faktum 2 ist, Sie haben weder irgendein Schriftstück noch irgendeine Anordnung, was mir schriftlich vorliegt, aus welchen plausiblen Gründen ich das bis genau morgen 12 Uhr mittags zu erledigen habe. So. Deswegen, ich mache Ihnen das Angebot, innerhalb eines Tages ist das erledigt, ist das weg, aber bis 12 Uhr mittags können Sie abschminken. Der Strafkammer? Dann nehmen wir das mit einem Tag so hin und wenn es nicht weg ist, dann lassen wir es kostenpflichtig entsorgen. Gerne. Okay, dann sind wir uns ja einig. Na, vielen wunderbar. Dank für das Gespräch. Ja, danke. Hätte schneller sein können, aber gut, okay. Ja, von unserer Seite wäre es schneller gegangen. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen. Nix. Ach, immer wieder schön. Was gemacht? Nee, nix. Ich mag Mitspieler, die hintenrum anscheißen. Ich hab dich nicht angeschissen, Alter. Ich? Nein. Bei mir kam sie auch an, wir haben mal einen Hofrundgang gemacht und haben festgestellt, dass da Strohballen im Mist liegen. Das müssen sie irgendwie beheben. Du hast halt noch nicht mal rot dabei, ne? Junge, was hab ich dich denn angeschissen? Mit dem Kuhstall halt. Also Meile, wie gesagt, also wir können da auch offen reden. Genau, ja, hab ich. Was auch immer da mit dem Kuhstall war, hab ich gesagt, ja, weil so geht das nicht weiter. Nein, du musst halt jetzt nicht irgendwie Dinge erfinden oder so, weißt du? Also ich bin muss immer... Ich. Das ist meine Aufgabe als Kontrahent. Ich bin immer offen für ein Gespräch. Nee, da musst du einfach durch. Ja, aber denkst du nicht, dass das mit Fairness vielleicht ein bisschen also kollidiert oder so? Nee. Nicht? Nee. Mhm. Na gut, das ist schon echt schade. Tja, so ist das Leben. Ja, es ist kein Ponyhof, ich will es. Ja. Halt auch so eine Sache. Unglaublich, unglaublich. Ach so, nee, wie sieht's aus mit der anderen? Es regnet bald, Meile! Mhm. So. Also, über da. Kommen wir eigentlich auch gut voran. Dürfte nicht mehr viel sein. Holla, die Waldfee. So, ich müde mich mal kurz. Jo. Jo, ich mach das damit auch weg. Ne? Das ist ganz klar. Das juckt mich jetzt persönlich auch nicht. Ne? So. Aber ihr wisst, ne? Ich wäre nicht ich, wenn ich nicht irgendwo anfange mit diskutieren, aber ich mag das wie Sau. Ne? Ich mag das wie Sau. Deswegen alles ganz geschmeidig. Ich meine, das mit dem Mist kann ich eh nicht nutzen. Ne? Weil bringt mir nichts, was ich machen könnte. Klar, ich könnte es aufladen und verkaufen, müsste man aber dann mal vorher beim Global Market gucken, was das bringt. Na, aber ganz geschmeidig. Der hat die Eier noch geholt, der Basti. Guck an. Ja, der Eiermann. Ach komm, halt die Fresse. Was war das jetzt? Mein Anhänger da, der hat Mucken gemacht. Das ist ja unglaublich. Das so. Unglaublich. Ich muss noch mal kurz zum Malo. Ja, mach das mal. So, okay, gut. Dann machen wir das jetzt hier, wie gesagt, gleich fertig. Dann gucken wir mal, ob die dann oben schon am Dings mit zum ja. Werkeln sind. Hat da schon einer was gemacht hier? 22,6 Arbeitsstunden auf dem Fjord. Oh. 22,6, heftig. Mhm. Ja gut, das ist ja der von Anfang an, ne? Den du schon seit Beginn hast. Jo. Nee. Der Fiat? Ja gut, ein bisschen später dann. Das hat man Unimog. Ja, ja. Das ist ganz klar, das ist ganz klar. So. Und das wieder mit dem Ding. Gut, meine Lieben, das müsste sich jetzt eigentlich relativ gut ausgehen. Hoffen wir es mal. Hoffen wir es mal. So, sonst müssen wir nämlich mal gucken, wie, was, wo, ob das passt oder nicht. Was nicht passt, wird passend gemacht, Junge. Ja, ist immer schlecht, sag ich mal. Du weißt selber, du kennst das mit Vermehrungsgras und Wachsen und über Nacht spulen. Mhm. Immer so eine Sache, das muss auf den Punkt passen. Ja.
Aber das ist nicht immer so, das ist nicht immer so gesagt, ne? Ja, jetzt regnet es. Shalom. Gut, jetzt regnet es. Das stört aber nicht. Shalom. Der Unimog ist doch so ein tolles Fahrzeug, ja. Das hat schon mal. Ja, ja, bitte. Ach, was haben wir denn gemacht? Was habt ihr denn wieder geschoben? Ich sollte bei denen da was wegkehren und dafür habe ich 1000 Dollar bei Euro bekommen. Ach, gucke. Wahnsinn. Das war halt total. Das war ein kleiner Fleck, also einfach nur hinlaufen und dafür ein Taui. So viel zum Thema Fairness, ne? Ja. Immer so eine Sache. So. Aber gut, wir wissen ja, dass du bevorzugt wirst schon von Anfang an von der Strafkammer. Ja. Das ist deswegen, ja, ich durfte ja auch das Ding eine Stunde länger benutzen, deswegen, weil ich da das weggemacht habe. Ah ja. So. Naja, gut, wir werden mal sehen. Ne? Irgendwann ist Tag der Abrechnung, aber mal gucken, wie was wo. Du hörst dich an wie er von True Farming. Wie wer? Wie er? Wer ist er? Da kennst du nicht er von nebenan. Nee. Kennst du nicht? Wir haben einen, der er heißt auf True Farming? Ja, du kennst er nicht? Nö. Ey, jetzt bin ich enttäuscht. Wer ist denn er? Na, er. Ja, du klingst wie er, kennst du nicht? Nee. Also, weil du. Überleg doch mal. Keine Ahnung, wer er ist. Kennst nicht er? Gott. Eile. Ach, er meint einen Ringler. Ja, weil ich es halt bin. Deswegen klinge ich so. Eieieiei. So, krieg mal das Ding jetzt noch voll her. Dann schärfen wir noch ein bisschen Mist. So, cool. Da können wir das hier vorpacken. Können wir dann hochjudeln. Kurz hochspringen. Ja, ich bin schon dabei. Bitte. Ob ich das da reinkippen kann, was meint ihr? So. Na komm. Nein, kann ich nicht. Wunderbar. Na komm. Nicht wegspringen. Das. Elende Ballette. Oh, ich hoffe so, dass sich das ändert im 22er. So, okay. Wunderbar, da ist er wieder. Du schüffelst aber auch. Mann. Ja, wir mal gucken nachher beim Thumbnails machen. Wie bei euer Gesangsverein. Ist da auch regnet, dann müssen wir verspulen. Naja, also im Regen Thumbnail machen geht nicht. Wahnsinn. Das muss schon seine Richtigkeit und Ordnung haben. Wahnsinn. So. Wann kommt wieder BMG? Ja, keine Ahnung. Ist gerade nicht geplant. Und zu viel anderen Kram. Ich sag mal, ey. Was machst du denn? Der Besen. Der ärgert mich. Der Besen ärgert dich. Ja. Ist eine Sache, du, mein Lieber. Oha, achso, ja gut, wir haben gespult. Passt. Böse Besen. So. Nimm mal kurz LU. Hallo, liebes LU. Hallo. Hattet ihr oben schon mal im Silo geguckt? Wir sind gerade dabei. Wir sind auf dem Weg dahin. Ach, ihr seid schon auf dem Weg dorthin. Noch weit oder gleich da? Ah, ist noch ein bisschen. Weil mich nämlich interessieren würde, ob das funktioniert oder nicht. Weil das nämlich wichtig ist für die nächste Arbeit, die dann gleich ansteht. Ansonsten, ja, wie gesagt, das dauert noch einen Moment. Der okay. Kollege ist unterwegs. Könnt ihr da kurz Bescheid geben, wenn ihr da seid? Jo. Danke. Da ist er wieder. Was? Da ist er wieder. Juhu. So.
Besen, Besen sei es gewesen. So, hier mal kurz ein Scherz draus. Wo ist er hier? Down, so, down. Das mal klären, das Eider. Passt ganz gut. Ein bisschen Platz schaffen. So. Aber wir sind jetzt schon, sind wir schon beim fünften Jahr, ne? Ja, na sichi. Holla, die Waldfee. Wir sind halt extrem schnell unterwegs. Holla, die Waldfee. Ist schon wieder so weit. Wird nix irgendwie. Oh. So ein Schafel muss halt eins. Ja, yeah. Schütteln wir mal runter. Müssen wir halt mal gucken, ob das geht beim LU. Was denn? So, ne, wie sollen wir was für mich probieren? Mhm. Selma lässt mir mich probieren. Nee, mit dem Bodentool, das machen wir nicht. Da fangen wir gar nicht erst an. Weil unsere Map hier, die ganze Ding ist so schon speziell. Und wenn wir da jetzt noch irgendwie was anfangen mit dem Bodentool zu probieren, ne. Dann setzt es völlig aus. Oh ja. Und wir sind so froh, dass wir öfter spielen können. Also, dass es läuft im Prinzip, ne. Weil, man muss ja sagen, es ist ja eine umgebaute Singleplayer, ne. Jo. So, deswegen. Ah, hat sie das heute auch, wo ich heute Vormittag draußen war? Der Raps blüht ja gerade. Ja. Dieser frische Raps hier hoch in der Nase. Ja, hatten wir. Oh, heftige Sache. Heftig. So. Ja. Aua. So. Ja, ein bisschen Ballett machen. Bin fertig mit der Arbeit, oder was? Bitte? Bist schon fertig mit der Arbeit? Nee, ich mach gerade hier Ballett, dass man. Verdammt. Ja, weil du Ballett Zeit hast, Ballett zu machen. Nee, ja, natürlich, Ballett, Mensch, musst du dir mal angucken. Kann ich leider nicht. Das ist, Ballett ist so schön zum Schlafen. Ich. Ah, warte. Wie war das eigentlich? Arbeitet das Team im Hintergrund an der aktualisierten Version der Map oder habe ich das verstanden? Ja, wie war das? Die haben versucht, den Modder zu erreichen, ne? Ja. Steffen ist da dran. Der hat das im Blick und kümmert sich und tut und macht. Aber leider Gottes kam noch keine Rückmeldung vom Modder. Das ist die ich Sache. Weiß, Masse. Ich verarsche noch mal. So. Benutzt gerade effektiv den Anhänger, den ich von dir gekauft habe. Sehr gut, ich bin mal kurz unten. Oh, hallo, Mann. Liebes LU. Wo das gerade so schön passt, bitte tut mir mal den Gefallen. Ich brauche unbedingt so ein schickes Bild. Janik, bleib mal bitte stehen. Nein, ich muss arbeiten. Junge, bleib stehen jetzt. Junge, so, soll mal, das? Mal bitte hier nebeneinander stellen. So. Das sah gerade aus, sag ich dir. Die Einfahrt war da vorne übrigens. Ich hab's gerade gesehen. Okay. Ich kann dann doch hier vorne auch nochmal reinfahren. Oh, nö. Lieber jetzt klein machen, als nachher wieder aufstellen. So. Also, der Terror ist wieder Licht angelassen. Stopp! Achseln zurück. Rück, Gott. Danke. Weitermachen. Dankeschön. Ah, so ein schönes Bild. Hey, wunderbar. Gut, da können wir das ja gleich eigentlich mit der Abrechnung machen. Der Ball. Ja, der Moment. Ja, wieso? Du brauchst ja bloß verkaufen mit mir überweisen. Ja, ich muss auch noch die ganzen anderen Sachen berechnen. Oh, das kannst du doch gleich, das musst du doch vorbeigehen. Du bist doch da ein Filou. Nein, warte, du bist da ein Grand Filou. Ah ja. Geh mal lieber zu, dass der Unimog vom Global Market wegkommt.
zu, pass mal auf, der Unimog, ne, da kannst du deinen Mitarbeiter sagen, wenn er nämlich nochmal ungefragt da einsteigt, ist nämlich so eine Sache. Deswegen steht er auch dort. Ne? Möchte ich nur mal anmerken, Frau Strafkammer und Herr Strafkammer, den habe ich nicht wissen bereits Bescheid. Ja gut, ich wollte es nur gesagt haben. Mhm. Er wurde sich schon über alles um alles gekümmert. Nicht, dass sie mir auf den Senkel gehen mit irgendeiner Strafe. Nee, wir doch nicht. Nein. Wir können das übrigens dann auch das nächste Mal lassen, eigenständig zu arbeiten, damit es ein bisschen vorangeht hier bei Ihnen. So brauchst du mir gar nicht anfangen. Das ist schön, dass so Licht an ist. Das werde ich auf jeden Fall dokumentieren. So. Ja, nee, das kannst du dokumentieren, wie du willst, weil das haltlos ist, weil ich es nicht dorthin gestellt habe. So, weil wenn... wird das Fahrzeug dorthin gestellt, Frau Strafkammer, ne? Da hören Sie mir jetzt mal genau zu. Wenn Sie es schon im Blick haben, dann kommt das Fahrzeug nämlich wieder dorthin, wo es weggenommen wurde. Und da wenden Sie sich bitte an denjenigen, der es gefahren hat. Dankeschön, weitermachen. Herr Foley? Genau der war es nämlich. Ich habe gerade... Patrick, dann stell dir mal bitte wieder auf das... jetzt brauchen wir nicht mehr anfassen. Da oben. Ich habe gerade versucht, bei Ihnen im Fahrsiel an der BGA die restlichen Leerreste wegzumachen oder... Die Lasche wegzumachen, funktioniert nicht. Mutter Steffen! Der ist schon Feierabend. wo liegt denn da schon wieder der Fehler? Das ist bestimmt in die Silo-Wände reingelaufen. Guck mal, irgendwie kriegt man nicht weg, oder? Oder haben wir die Möglichkeit, es irgendwie rauszukriegen? Das könnte passieren. Okay. Na gut, dann weiß ich erstmal Bescheid. Gerade freie Mitarbeiter? Du übertreibst ihn. Aber warte mal, Bunker-Silo ist... Achso, Bunker-Silo, achso, das ist das, okay. Ja, freie Mitarbeiter irgendwie, irgendwo? Ja, kleinen Augenblick, bitte. Okay. Ach ja, bloß. Ja, was ist klar? Hätte er nicht so gestresst oder so? Ja, was? Jetzt sag nicht, dass ich nicht stresse. Ja doch, tust du jedes Mal. Wann denn? Fang aufs Hühnisch ein! Also hier jedes Mal. Nee. Würde ich jetzt Hühnisch sagen. Aber komm, mach mal, ich würde das gerne jetzt noch. Die Kohle. Was? Wer ist leer? Ihr Silo ist leer. Echt? So ganz leer? Ja. So komplett auf Null? Boah, das muss ich mir angucken. Echt jetzt? Ja, nicht. Wie hast du das wieder gemacht? Hä? Wie hast du das wieder gemacht? Mit dem Besen. Aber das ging doch vor uns nicht. Ja, man muss nur den richtigen anbesen lassen. Moment. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist der Besen? Einzige Sprechen, coming. Pass mal auf, der Besen war teuer. Das waren 15 Benunzen, ne? Der wird nicht rumgeschmissen, mein junger Padawan. Wieso? Da ist doch Basti und warum? Was? Mal. So, ich verkaufe mal meine Rundballen. Dann bekomme ich ja eigentlich noch was vom LU. Meinen Sie? Ja. Definitiv. Ein nettes Dankeschön bekommen Sie. Danke, tschüss. Für die jungen Padawane kriegen dann ein Einzelgespräch. Yannick, ich mache die Folge um 30 Minuten. Das ist mir egal. Ich will die Kohle heute noch. Ja, kannst du ja von mir aus haben. Ich muss nur erstmal einige Sachen berechnen. Ach so, berechnen. Du bist gerade am Berechnen. Okay. Gut, das wusste ich nicht. Deswegen sage ich ja, du machst immer nur Stress hier. Das wusste ich nicht. Bist du schon fertig? Was? Alter. Irgendwann. Das knallt gleich auch richtig. Irgendwann ist Yannick zur Sonntagsaufnahme nicht da und irgendwann klopft er zum Sonntag an meine Tür. Da sagt er, hör mal zu. Ach, heftige Sache. Heftig. Oh. Junge. Dafür kann ich nix. Andere Verkehrsteilnehmer sind auf der anderen Spur gefahren. Herr Dich? Bitte? Herr Dich? Rechnet. Immer noch? Ja. Ja, aber so viel war's doch nicht. Hey, komm, so viel habt ihr nicht gemacht. Ich sag, läuft noch. Du meinst? Manuel! So. Palapim, palapim. Eins kann ich dir garantieren, mein Freund. Was denn? Drohen Sie mir jetzt etwa, Herr LU-Vorsitzender?
Nein, ich drohe nicht. Ich garantiere dir nur etwas. Garantieren? Was garantieren Sie mir denn? Machen Sie es nicht so spannend. Sagen Sie es einfach. Ich mache es aber spannend. Ja, ich krieg kein Herz, Kasper. Ich hab da so einen Kontrahenten, der schon wieder anfängt zu schnaufen, könnte ich mir vorstellen. Das sieht tiefenentspannt aus. Ja, dann ist gut. Der ist echt tiefenentspannt. Kleiner Augenblick. Wir haben das sofort. Ein bisschen viel durchzurechnen. Unglaublich. Jetzt holt er wieder irgendwas aus irgendeiner Ecke raus. Nö. Ding immer so. Janik, du kannst abbrechen, wir haben Feiern. Nee. Nix da, Feiern. Benühen Sie mich gerne heute noch. Das ist sonst nicht gut. Geht sonst nicht in der Planung auf. Mit dem Schnellrennen, das hat alles was mit Steam in dem Sinne zu tun. Da, jetzt bin ich auf Geist gehen, ja. Da. So, ein Augenblick. Wow. Ah, der Besen ist krass, ne? Den hätte bestimmt jeder gern daheim. Eins kann ich Ihnen garantieren. Sie bekommen kein Geld von uns. Warum? Wir bekommen 14.720. Nee, das möchte ich jetzt gerne mal alles aufgeschlüsselt haben. Insgesamt haben sie dabei eine... Was haben denn die Ballen gebracht? ...von 27 Ballen. Das ergibt beim Tagespreis 14.580. Was, das wurde abgezogen von 29.300, was die gesamte Rechnungssumme ist. Was haben die Ballen im Global Market gebracht? 14.580. Ich habe aber von meinen paar Ballen, die ich da drin habe, die ich auf der Wiese hatte, die gänzlich weniger waren, habe ich, ich weiß gar nicht, Hallo, 30... Ich möchte anmerken, dass wir 7 Minuten drüber sind, danke. Ja, habe ich aber 30 oder 40k rausbekommen, deswegen kann die Rechnung nicht hinhauen. Aber gut, das bitte nochmal überrechnen und ich bin erstmal oben. Gut, so. Du alte Tratschtante, du. Ja, ich muss aufs LU warten. Rechnungsfehler. Achso. So. Deswegen, gut, mein Lieben, ich war dran, ne? Das ist eine gute Frage, aber ich glaube ja. Gut, also, wenn es euch gefallen hat, ne, lasst das ja gerne das Däumchen da und wir gucken mal, was beim nächsten Mal mit der Rechnung beim LU rauskommt, ne? Seid da gespannt, wie, was, wo. Und heute Abend, 19:30 geht's wieder weiter, mein Lieben. Seid da, guckt gerne zu. Wir sind erstmal raus. Tschüss und ciao. Tschüss.